Dort, wo Bayern an Thüringen grenzt, zwischen Oberfranken und dem Thüringer Wald, verbindet eine neue Eisenbahnstrecke Menschen und Märkte. Die Brücke über dem Froschgrundsee ist die letzte auf bayerischer Seite. Hier ist die Grenze zu Thüringen, kurz vor dem Tunnel Müß. Fast die Hälfte der 107 Kilometer Neubaustrecke VDE 81 zwischen Ebensfeld und Erfurt verläuft entweder in einem der 22 Tunnel oder auf einer der 29 Brücken. Eine der größten Ingenieurleistungen Deutschlands der letzten Jahre. Im Planfeststellungsverfahren hatte sich die Variante mit der kürzesten Verbindung durch den Thüringer Wald durchgesetzt. Möglichst wenig Fläche wird beansprucht, die ökologischen Zusammenhänge werden so wenig wie möglich beeinflusst. Tunnel, Unterfahren, wertvolle Biotope. Wo heute eine nahezu fertige Schnellbahnstrecke ist, wurden ab 2006 in einem Warenkraftakt Trassen, Tunnel und Brücken errichtet. Der Bau der Brücken folgte den ökologischen Grundsätzen. Sie überspannen technisch teils in Rekordspannweiten die Täler, um den Talraum nicht zu beeinträchtigen. 270 Meter beträgt die Bogenstützweite der Krümpentalbrücke in Thüringen. Spektakulär die Sprengung der Hilfsstützen, die für den Bau des Bogens benötigt wurden. Die benachbarte Talbrücke Froschgrundsee in Bayern hat die gleiche Bogenstützweite. Zusammen sind die Krümpental- und die Froschgrundseebrücke die am weitesten gespannten Eisenbahn-Betonbogenbrücken Europas. Zusammengerechnet sind es 12 Kilometer Brückenlänge auf der Neubaustrecke VDE 81. Die Ilmtalbrücke ist die längste mit knapp 1,7 Kilometern. Die Mainbrücke Wiesen, eine dreifeldrige Stabbogenbrücke, ist so konzipiert, dass sie dem Main bei Hochwasser genügend Fläche lässt. Das Besondere, die Stabbogenkonstruktion ist mit Geschwindigkeiten bis 280 km pro Stunde befahrbar. Bevor die Brücken in Betrieb gehen, werden sie noch einmal streng kontrolliert, wie hier die Dunkeltalbrücke bei Goldestal. Ein spezielles Ingenieursteam untersucht jeden Zentimeter der Betonaußenflächen auf Risse und Besonderheiten und dokumentiert diese. Schwerwiegende Fälle werden beseitigt, kleinere Unregelmäßigkeiten über die Jahre beobachtet. Die Tunnelbauwerke, 8 in Bayern, 14 in Thüringen, haben eine Gesamtlänge von 41 Kilometern. Der Bau, eine geologisch anspruchsvolle Aufgabe, jedes Gestein ist anders. Die Mineure haben sich mit Abbauwerkzeugen und Sprengungen durch den Berg gearbeitet. Bergmännische Bauweise heißt das in der Fachsprache. Bagger tragen das Material ab. Die Abbrucharbeiten laufen durchgängig 24 Stunden am Tag. 5,40 Meter schaffen die Mineure im Schnitt. Die Abbruchstelle wird mit Spritzbeton gesichert. Die Bauarbeiter tragen zusätzlich Stahlgittermatten, Anker oder Spieße auf. Tunnel Höhnberg in Bayern im August 2012. Der letzte Tunnel der Neubaustrecke ist durchschlagen. Ein Grund zum Feiern. Nach dem Durchschlag erhalten alle Tunnel eine zweite Betonschicht. Mithilfe eines Schalwagens wird der Stahlbeton aufgetragen, wie hier im Blessbergtunnel. Er ist mit 8,3 Kilometern der längste Tunnel der Neubaustrecke, der drittlängste in Deutschland. Er unterquert den Rennsteig, den höchsten Punkt der Strecke. Im Mai 2013 sind alle Tunnel im Rohbau fertig. In jedem gibt es Notausgänge, die über ein System von Rettungsstollen und Rettungsschächten erreichbar sind. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept, abgestimmt und geübt mit den zuständigen Behörden. Fortschrittlich auch die Haubenbauwerke an den Tunnelportalen des Silberberg- und Blessbergtunnels.
Fährt ein Zug mit hoher Geschwindigkeit in einen Tunnel, schiebt er die Luftmassen vor sich her in Schallgeschwindigkeit. Am Ende der Röhre kann es so zum sogenannten Tunnelknall kommen. Die Haubenbauwerke an den Ein- und Ausgängen verhindern dies. Sie wirken wie Schalldämpfer, da in ihren Lücken die Luftmassen verwirbelt werden. Damit auf der Strecke Geschwindigkeiten bis 300 km pro Stunde gefahren werden können, verlegen die Bauarbeiter auch im Tunnel die sogenannte feste Fahrbahn. Vorgefertigte Betonplatten, die millimetergenau aneinandergereiht werden wie Dominosteine. Exakter, günstiger und wartungsärmer als herkömmlicher Gleisbau. Die Strecke wird ausgerüstet. Die Masten nehmen die Oberleitungen auf. Der Fahrdraht wird mit Spezialfahrzeugen verlegt und kontrolliert. Die Energie kommt aus dem Bahnstromnetz. Dazu sind 35 Kilometer neue Bahnstromleitungen gebaut worden. Eine neue Trasse führt über 23 Kilometer von Bayern nach Thüringen zum Unterwerk Roth. Eine zweite schließt die Strecke von Norden her an. Am Unterwerk wird der Strom von 110 kV auf 15 kV transformiert und dann in den Fahrdraht die Oberleitung eingespeist. Vier dieser Unterwerke und Einspeisepunkte gibt es an der Neubaustrecke. Stellwerks-, Leit- und Sicherungstechnik sind auf dem modernsten Stand. Elektronische Stellwerke, ESTW, sind im Einsatz. ETCS, das neue Zugsicherungssystem, funktioniert mit Balisen im Gleisbett mit elektronischen Meilensteinen. Das Funknetz GSMR ist ein hochverfügbares System, das alle Informationen überträgt. Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale in München und Leipzig überwachen die Züge per Mausklick. Über alle technischen Neuerungen und Bauzustände ist stets informiert worden, auf Versammlungen, im Internet und im Infopunkt Goldisthal. Zehntausende Anwohner und Interessierte haben dies genutzt. Vor der kommerziellen Inbetriebnahme finden Messfahrten zu den verschiedensten Themen statt, zum Beispiel zur Funkausleuchtung. Und es stehen die Hochtastfahrten an. Ende 2017 mit der Eröffnung werden neue Fahrzeiten und Linien möglich. Erfurt und Nürnberg sind dann direkt verbunden in einer Fahrzeit von 1 Stunde 20 Minuten. Dann ist auch das große Ziel erreicht, München-Berlin in knapp 4 Stunden. Die Schiene ist eine Alternative zu Straße und Luftweg. Dann werden hier Express- und Güterzüge unterwegs sein. Der Reiz der Landschaft im Thüringer Wald und in Oberfranken bleibt erhalten, das ökologische Gesamtkonzept trägt. Dazu gehören mehr als 1000 Hektar sogenannte landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Die Neubaustrecke VDE 81 verbindet Bayern und Thüringen in einem neuen Bahnzeitalter. Ein Lückenschluss zwischen den Bundesländern, ein Lückenschluss im deutschen und europäischen Schnellbahnnetz.